Grüß euch Leute, aus Büchenborn, kleine Tour mit Blick auf Pforzheim. Ich habe hier ein schönes Plätzchen gefunden, da wollte ich euch ein paar kleine Klingen zeigen, denn ich liebe kleine Klingen, insbesondere die feststehen. Bis gleich. Klar, Victorinox, mein Swiss Champ, hat eine Klinge, die ich nenne in normaler Größe. Ja, die lasse ich auch mal gleich offen zum Vergleich. Und die hat natürlich die kleine Penknife-Klinge. Also lasse ich hier liegen. Das gleiche habe ich nochmal ohne die Zange in Weiß. Hier zusammen mit dem selbstgeschnitzten Löffel, einer Dynamo-Taschenlampe. In dieser kleinen Tasche. Das Udo Poco kennen viele von euch, auch als Neckknife gut geeignet, weil es sich wirklich sehr gut hier drin hält. Man muss es wirklich hier so mit dem Daumen, mit der Daumenrampe abziehen. Ein RWL 34 Stahl. Einige von euch kennen das Brucello, was ich vom Traumtänzer geschenkt bekommen habe. Ein ganz, ganz tolles Messer. Sehr scharf mit einem kleinen Scandi-Schliff. Und das ist eine alte Lederscheide mit ein bisschen aus dem Schuh. Vom Mokassin, Wrangler-Schuh. So, Neuzugang ist jetzt dieses kleine mit dem Walnussgriff hier. Da habe ich mir heute früh eine ehemalige Bolteron, also Kydex-Scheide, angefertigt. Auch mit Daumenrampe. Das ist Chromolybden, 18 MOV oder so Stahl. Ist von dem ukrainischen Messermacher. War von einer ganz langen Klinge. Vorne das kleine Dreieckstück, wo die Klinge dann also als Abfall hatte, und der Erl geht bis hier rein. Ist ganz toll als Küchenmesserersatz, aber eben kann man dann auch als Neckknife nutzen oder in der Steckscheide. Hier werde ich dann noch ein Leder drüber machen, die Schrauben entsprechend rein oder Nietschrauben. So, und jetzt noch, das möchte ich euch jetzt auch zeigen, mein Neuzugang. Leute, guckt euch das mal an. Von demselben Messermacher. Yeah. Ein hier hinten 3,5 mm. Er sagt, es geht hier drinnen sogar noch ein bisschen mehr. 4 mm. Fast so in der Art eines Kiridashis. Aber sehr gut greifbar. Das ist Elchhorn, weil es im Gegensatz zu Hirsch nicht hohl ist. Ganz, ganz guter Stahl mit leichter Schmiedehaut. Hier noch richtig scharf. Ja, jetzt geht es da dran, mal Langzeittest zu machen. Ihr kennt mich ja. Ich tue keine Fazits abgeben, bevor ich auch einen Langzeittest gemacht habe. So. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schaut mal, Spiegel poliert. Und im Gegensatz zum Kiridashi ist es zweiseitig angeschliffen, aber durch die breite Klingenform sehr, sehr gut zum Druck ausüben. Und auch umgekehrt durch diesen Bogen in diesem Griff schön auch für ziehende Schnitte zu sich hin, wenn man irgendwas abflachen will. Yay! Ich bin total gepumpt über dieses Messer. Schaut mal, 3,5 Finger breit, etwa 7 cm. Zum Vergleich, also das Victorinox.
bin, dann habt ihr den Vergleich. Wobei eine effektive Schneide ist mehr als das Victorinox. Von etwa 11 mm mehr. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was Gutes und bis dann mal wieder. Ja, wir haben jetzt Ende Oktober und hier ist noch satt Äpfel dran. Wenn das nicht geerntet wird, das wäre echt eine Schande. Also tschüss Leute.